Barde, oh Barde, denkst, das Ungeziefer ist klein, wirst wohl etwas überrascht sein. Ja, da hat unser Barde einen neuen Auftrag und in seiner Naivität denkt er, er tut etwas Gutes für die Welt. Aber wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Insbesondere die Ungeziefer, insbesondere die. Was starrt ihr so? Seht ihr nicht, dass ich Probleme habe? Ich bin ein reißender Barde. Stimmt irgendetwas nicht? Macht ihr Scherze? Seht euch doch mal um! Hm. Ich soll für den Hauptmann der Wache eine Metprobe des neuen Honigbräus abhalten. Wenn er die Brauerei in diesem Zustand sieht, bin ich erledigt. Nun ja, so schlimm sieht's doch hier gar nicht aus. Doch, frage ich an, kann ich vielleicht irgendwie helfen? Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Immer aus Freundlichkeit. Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung, bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Nein. Natürlich nicht. Aber, ich habe doch ein paar Bedingungen. So mache ich es aber nicht. Also nein? Vergessen wir es. Oh, nein. Wartet. Ach, solange ihr mich bezahlt, ist der Auftrag erledigt. Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Nun ja, wie denkt ihr, kann ich dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigen? Ich habe Gift gekauft. Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern. Ist jedoch verschwunden. Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Ja, dann gebt mir das Gift und ich kümmere mich um das Ungeziefer. Kommt zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Genau so mache ich das. Ihr habt von einem gewissen, wie war der Name, Markus Malus gesprochen? Mit Malus habe ich das Geschäft meines Lebens gemacht. Vor einiger Zeit lieh ich ihm ein bisschen Gold und wusste, dass er es niemals zurückzahlen könnte. Freie Arbeitskräfte sind einfach perfekt zur Kostensenkung. Gesprochen wie ein wahrer Unternehmer. Er ist mir sehr unsympathisch. Ich glaube, Maven macht schon das Richtige hier, oder? Na dann, ich werde mich jetzt um den Auftrag kümmern. Jetzt muss ich hier aufräumen. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht war hier geht's wahrscheinlich nach unten. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Ich kenne dieses Lied. Es wurde schon mehrfach gesungen. Was mag das für Ungeziefer sein? Geht's hier jetzt in den Keller? Na, mal schauen. Oh. Verdammt. Au, ich muss hier rauf. Ich hoffe nicht, dass sie mir hier folgen können. Nicht getroffen, sie ist gar nicht mal so dumm. Versteckt sich tatsächlich hinter der Kiste. Ein gar eklig Ding. Wenn ich etwas unten anhalte? Nein, das wird nichts und wird nichts. So. Jetzt ganz vorsichtig nach drüben.
Hat sie sich in der Falle verhakt? Sehr schön. Na, wer sagt's denn? Ein bisschen Glück muss man haben. Dann klappt das auch mit den Ratten hier. Aber ich glaube, da unten geht's noch weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles war. Was hat ihr hier? Met, Met, Met. Noch mehr Met. Und hier sind die ganzen... wieder hier rauf. Au! Aber diesmal... Mist! Die sind nicht ohne. Ich hab doch gerade geschlafen. Oh. Ah. Au. Was hab ich hier für schlaue Ratten? Ich muss einen Gesundheitstrank trinken. Ja, der ist wirklich, der stärkt. Wie mache ich's am geschicktesten? Runter? Und jetzt ist die Frage, kann ich mich schleichen? Diese Ratten haben ein feines Gehör. Jetzt aufgepasst. Noch sehe ich hier niemand. Diese Spinnweben machen das Ganze nicht gerade einladender. Oh oh. Oh oh oh. Verdammt. Puh. Wie viel verträgt diese verdammte Ratte? Oh. Verrücktes Viech. Verrücktes Viech. Das sind ja Monsterratten. Sind's noch mehr? Wahrscheinlich. Da drüben. Oh, das sind sehr viele. Ich muss zurück. Wahrhaftig sehr viele. Ja, die Fackel. Das Stroh. Meine Güte, hätte sich bald entzündet. Oh, hier muss man aufpassen, ob's schnell noch ausgetreten. Na gut. Ein weiterer Versuch.
Ansonsten muss ich schnell abrauschen. Nur die sind nicht gerade die dümmsten. Verrückter Weiße. Um ehrlich zu sein, ja, können die sich gut wehren. Aber sie scheinen hier, die weiter drin sind, sich nicht so an das Helle zu gewöhnen, wie es scheint. Vielleicht ist das meine Chance. Vor, zurück. Vor, zurück. Ich werde es probieren. Zumindest probieren. Dort unten irgendwo. Ich sehe kein mehr. Mist. Hier hinten. Das war nicht das Schlechteste. Doch die nächste kommt bestimmt. Na klar. Natürlich. Nur kommt sie ganz mit? Nein, auch diese nicht. So, aufgepasst. Jetzt nur nicht zu weit vorwagen. Und meine Bogen... da ist sie. Oh, sie kommt. Oh Gott, nein, nein, nein. Hilfe. Au, au, au. Vor ein paar Ratten reiß ich aus. Oh, ich glaub's ja nicht. Ich glaub... Oh, da ist sie. Verdammt. Im Laufen treffe ich sie dann doch nicht. Ob sie hinter der Tür hier wartet? Sie scheint sich an die Helligkeit gewöhnt zu haben. Nun, wir werden sehen, wie mein nächster Schuss ausfällt. Wie viele Pfeile habe ich nur noch im Köcher? Oh. 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 Au! 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 Oh. Lass mich raus! Au! Ich muss hier rauf! Wo ist sie? Au, das tut weh. Ach, ein Scherz ist mit diesen Ratten. Ach, das wird keine gute Geschichte. Wahrhaftig kein gut Geschicht. Wie komme ich hier heraus? Rüber und dann... Nein, nein, nein. Au, au, au. Sag, wie viel Leben hat sie denn? Sie ist doch keine Katz, oder? Die Pfeile sind verschossen. Und mein Messer habe ich irgendwo verloren. Oh, oh, oh. Was nun? Was nun? Wo soll ich's finden wieder? Oh, oh, ich hab Angst. Ich hab solch Angst. Oh, oh, oh. Wo soll ich mein Messer finden? Ah,
Ah, so, und jetzt schauen. Wo? Ich hätte meine Fackel auspacken sollen, natürlich. Halt, hier. Ja, verdammt. Oh, au! Lass mich hier raus. Ein Pfeil habe ich noch. Au! Ja, aber ich finde mein Messer nicht. Das nächste Mal mit Fackel, oder? Du verrückte, blöde Ratte. So, fette... Oh, halt. Pfeile ohne Ende. Ah, beinahe hätte ich sie nicht gesehen. Naja, was heißt ohne Ende? So viele sind's denn auch nicht. Wo habe ich mein Messer hin? Oh, hier noch mehr Pfeile. Sehr schön. Gut. So. Wo habe ich nur mein Messer fallen gelassen? So, jetzt kommt's drauf an. Sie hat sich verkrümelt. Vielleicht, weil ich sie zu arg angeschossen habe. Dann würde der nächste Pfeil passen. Ich hoff's. Noch sehe ich niemanden. Doch, dort hinten, oder? Sie rennt davon. Das könnte ein gutes Zeichen sein, dass ich sie schwer verwundet habe. Na, mal schauen. Oh. Ich höre es rascheln im Busch. Verdammt. Wo? Keinen Pfeil verschwenden hier. Ratten. Oh, das ist mehr als nur eine. Nein. Oh. Wenn ich nur mein Messer wiederfinden wird. Ist hier noch irgendwo ein Pfeil? Hier muss doch noch irgendwo etwas sein. Ein Pfeil. Sie ist schwer verwundet, aber es sind noch mehr da. Ich sollte wirklich hier wieder raus. Ich sollte mir Pfeile besorgen. Oder ist irgendwas hier drin? Na, hier nur Met. Und hier nicht viel mehr. Ich muss schauen, dass ich mein Messer wiederfinde. Wo könnte ich es verloren haben? Doch nur hier oben irgendwo. Hoffentlich kommt die andere Ratte nicht. Ansonsten nehme ich die Beine in die Hand und werde aus diesem Sündenpfuhl herausgehen. Ich brauche ein paar Pfeile. Aber ich kann das Messer doch nicht weiter unten verloren haben. So weit war ich doch gar nicht. Kommt sie? Nicht wirklich. Wo? Ah, hier. So, dann mit dem Messer gegen diesen Halunken. Und die andere Ratte? Das weiß ich nicht. Ein Pfeil haben wir hier noch. Nun gut. Aber mehr wird's nicht.
Dann das Messer raus. So. Ich glaube, die eine Ratte, die hier unten steht, ist schwer verwundet. Ich sehe es an ihrer blutenden Stelle. Doch die andere Ratte, die ist noch bei weitem nicht... Nein, nein, nein! Bleib! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nun ist die Frage, welch dieser Ratten ist die richtige? Welche gilt es zuerst zu ermorden? Oh, das sind ja Spinnen. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Oh, Spinnen. Oh, ich bin raus hier. Ich bin ganz schnell weg. Oh. Oh. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Feinde von Himmelbrand finden ihr Ende. Oh. Weh euch, das Drachenblut naht. Und nun? Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Wie weiter? Für wahr, das Drachenblut ist da. Für wahr, das Drachenblut ist da. Dieses Lied ist hier besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstad stammt. Mich hat niemand hier gesehen. Aus Reden schwang er die Klinge Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Warum? Lass uns unternehmen. Was ist denn das? Was habe ich getan? Verdammt noch eins. Vielleicht schaffe ich es in die Burg rein. Oh, oh, oh. Ich gehöre doch nicht zu den Nord. Seit wann denn das? Vielleicht hier rauf. Vielleicht kann ich sie so abhängen. Sind sie noch hinter mir hier? Hm. Scheint, ich habe sie in der Dunkelheit abgehängt. Ha, ah, ah. Oh. Oh. Eieieiei, wer ist mir hier auf den Fersen? Oh. Ha. Ah. Wer ist mir hier oppa, auf den Fersen? Fragt man sich dann doch. Ha. Ha. Hm. Oh, das ist heute wirklich nicht mein Tag. Auf der anderen Seite... ich habe das Gift. Wenn ich das Gift habe, ist natürlich zu erwähnen, ich sollte noch einmal, ich muss noch einmal in den sauren Apfel beißen und hier eine Nacht verbringen. Morgen ein paar Pfeile bei Bellator vielleicht kaufen oder bei der Schmiedin unten. Und ja, ich muss irgendwie das Gift vorbeischmuggeln an diesen Spinnen. Oh oh. Huch. Oh. Schaut nicht so müde. So, Versuch Nummer 2. Und ich glaube nun deutlich besser gerüstet. Mein Bogen in der Hand, 20 Pfeile konnte ich mir leisten. Mehr traute ich mich nicht. Ja, meine Rüstung, die hatte ich ja im Zimmer gelassen. Ganz vergessen, denn ich dachte nicht, dass die Baratten mich, das ist so ein bisschen Ungeziefer, mir etwas anhaben könnte. Aber gut, aber gut, aber diese Spinnen, ich weiß nicht recht, ob ich das schaff und wie ich es vergiften soll. Ja, und ich soll außerdem noch das Honigbräu vergiften. Das darf ich nicht vergessen. Ach, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So.
Puh. Schon etwas aufgeregt bin ich. Denn, ja, nicht die Ratten machen mir irgendwie Sorgen, obwohl die auch nicht gerade ohne sind, sondern diese Spinnen, die ich sah. Ich denke, ich muss meine Strategie beibehalten. Schießen und rennen. Und die Pfeile aufsammeln. Wo ist sie hin? Sie folgt mir nicht, aber ich sehe sie auch nicht. Verdammt, verdammt. Wo ist mein Pfeil? Ich sehe hier gar nichts. Nochmal meine Fackel raus. Ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste. So. Irgendwo schoss ich da hier. Gut. Oh oh. Und jetzt hier rauf. Obwohl. Ist die Ratte mir vorausgerannt? Hoppa! So weiter. Mit der Rüstung, ich sag's ganz deutlich, fühle ich mich deutlich wohler. So, jetzt bin ich gespannt. Wirklich? Ja. Oh, oh. Oh, sie haben Ratten hier eingewickelt. Uah. Au! Au! Oh. Au! Das Gift! Au! Ah, hier die Wunde. Ich muss sie mir aussaugen. Ah.
hör's. Ich höre das Scharren. Oh. Auf alle Fälle war das noch nicht alles. Das ist Fakt. Nur die Frage ist, wie groß ist der nächste? Mist. Der Pfeil, er ist hinüber. Ach! Verrückt. Ah! Schnell! Ah! Ah! Furchtbar trocken. Oh. Wie viele Pfeile habe ich noch? Ah. Mist! Mist! Den Pfeil habe ich verschenkt. Ja. Oh, den auch! Und es war mein letzter. Es war mein letzter. Soll ich es wagen? Mit dem Dolche? Oh. Und das sagt man mir nach, ich hab keinen Mut und bin nur ein elendiger Barde. Hier waren doch noch irgendwo, ich glaube, Pfeile. Uff. Oh. 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 Irgendwo habe ich doch hier noch Pfeile hin verschossen, oder? Ein, zwei Pfeile wäre nicht das Schlechteste. Oder mal hier in die Spinne reinschauen. Vielleicht stecken noch ein paar drin. Naja, einen konnte ich bergen. Mir nicht. Aber ich sehe keinen der Pfeile, die ich hier verschossen habe. Ah. Kommen noch mehr? Noch mehr dieser Spinn. Bleh. Oh. Ah. Lass mich in Frieden. Boah. Gefährlich. Einen Pfeil hätte ich. Ich werde ihn mal auspacken. Gut, jetzt müsste ich ihn nur wiederfinden. Wo ist der hin? Wieder die Fackel raus. Es wird mir wohl nichts übrig bleiben. Anderes, oder? Kann ich das hier so... Und hier geht's also weiter. Doch, wo ist der Pfeil hin?
Verdammt. Finde ich ihn? Wer weiß. Sehen tue ich gar nichts. Sehen tue ich weiß Gott nichts. Ha, spurlos verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Naja. Dann mal weiter ohne irgendeinen Pfeil. Nur einfach mal schauen, wie es hier weitergeht. Ansonsten muss ich doch wieder zurück. Es nützt ja nichts. Die Pilze hier, sie leuchten gar. Na denn, wenn ich es mit so einer Spinne aufgenommen habe, werde ich doch wohl noch so ein paar Ratten vor mir in die Knie zwingen. Na kommt her, ihr Brut, ihr stinkend, krankheitsbringend Brut. Kommt her, kommt her. Moment. Wer ist dort? Oh, oh. Ein Magier? Wo seid ihr? Ich hätte die Falle intakt lassen sollen. Ich Dummkopf. Heraus? Kommt her. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Oh. Leben kommt ihr hier nicht raus. Nun, wir werden sehen. Seid ihr bereit, heute zu sterben? Nein! Puh, ein Diadem hat er dabei. Tatsächlich. Das scheint sein Tagebuch zu sein. Ich werde es mal lesen dann. Oh. Boah. Ich weiß nicht. Ich bin doch nur ein Barde und kein Krieger. Das war zu viel für mich. Nur gut, dass ich seine Kehle nicht verfehlte. Oh, ich bin ganz... Oh. Schwindlig ist's mir. Durchschnaufen. Ganz ruhig. So ein Abenteuer hatte ich dann doch nicht erwartet. Ich dachte, ich sollte nur hier, kurz etwas Gift verbreiten, doch nicht gegen eine Menge an Ratten kämpfen und Spinnen und anderem Getier. Ist es ein Heiltrank? Oh, den bräuchte ich tatsächlich. Aha.
Ich glaube, die Diebe, hatte ich die nicht schon gelesen? So. Die Truhe. Halt! Oh, habe immer nur noch ein Dietrich. Ich bräuchte unbedingt Dietriche. Merk ich gar für wahr. Na los. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja! Etwas Gold. Fast der Mühe nicht wert. Hier geht es weiter. Doch wo ist... Wo, was ich ausräuchern sollte, ist es das schon? Und wo sind die Kessel? Ist hier noch etwas drin in dem Stroh? Das Nest vergiften ich sollt. Doch wie genau sollt ich's tun? Das sieht hier aus wie das Nest. Vielleicht einfach anzünden? Oder, denk ich, träufel einfach hier etwas von dem Gift nach unten? Ja, am Ende sollte es reichen. Ja, am Ende sollte es reichen. So, und jetzt müsste ich noch den Kessel finden, den ich auch vergiften sollte. Oh, oh, oh. Jetzt ist die Frage, was erwartet mich hier noch? Oh, ich hoffe nicht zu viel. Ich kann nicht mehr. Hier geht's nicht weiter. Aber hier. Hier sind genug der Kessel. Oh, es scheint zu regnen draußen. Hier sind genug der Kessel. Doch wie vergift ich wen? Mal schauen, wo ich vergiften könnte. Vielleicht die zwei hier hinten. Na, mal schauen. Oder einfach jeden hier in jedem etwas reinträufeln? Dann wäre ich auf der sicheren Seite, wenn ich's recht bedenke. Oder sind hier drin die Kessel? Ist hier das Kesselhaus? Mal schauen. Oh ja, das sieht aus wie das Kesselhaus. Nur wenn ich hier vergift, schadet's gar sehr, werden viele drunter leiden. Werd ich vielleicht sogar welche zu Schaden bringen? Oh, ich weiß es nicht. Aber das sind fürwahr die Kessel. Ohne Zweifel. Sie sind's. Und jetzt heißt's, sie vergiften. Oh ja. Naja, dann... dann schau ich mal. Gibt's sonst noch irgendetwas hier? Nicht wirklich. Na, dann sollte ich's zu Ende bringen. Oder? Wo geht's eigentlich? Hier oben hin. Vielleicht kann ich's von oben tun und etwas hereinträufeln. Das wäre, glaube ich, die sichere Seite. Gott. So, hier rein das Gift. Das wär's. Dann zurück. Zurück zum... Naja, zurück ins Honigbräu. Ja. Vielen Dank. Das ist für euch. Puh. Vielen Dank. So, und nun kann ich zurück zu Sabion, oder? So hieß er doch. Was hier hinein? Ja,
In einer Welt voller Dummköpfe hebt ihr euch von der Masse ab. Hier, ein kleines meiner Freundschaft. Sabion? Ist noch irgendetwas unklar? Nein, nein, es ist alles klar. Der Auftrag ist erledigt. Das wird auch Zeit. Ich musste den Hauptmann bis zum Abschluss eurer Arbeit hinhalten. Und meine Bezahlung? Ihr müsst einfach warten, bis der Hauptmann fertig ist. Ihr könnt hier bleiben, wenn ihr wollt. Ich... Was? Wie? Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut nimmt. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Wie läuft es denn hier drüben? Das ist Met, kein Wein, den man im Schlückchen trinken und genießen muss. Nun gut, aber nur dieses eine Mal. Eine Verkostung des Hauptmanns. Hm. Und? Davon habe ich noch jede Menge. Bei den Sag einfach Bescheid. Was ist da drin? Ich weiß nicht. Was ist los? Ihr habt mir versichert, dass dieser Ort sauber ist. Hier drüben. Ich werde dafür sorgen, vielleicht dass ihr den Rest eurer Tage in Ketten verbringt. Ja. Nein, bitte. Vielen Dank. Das verstehe ich nicht. Das ist für euch. Ruhe, Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen, als diesem Ort zu vertrauen, nachdem er mit Unrat übersät wurde. Ich bitte euch, es ist nicht das, was es zu sein scheint. Es war doch gut, dass ich dieses kleine Fässchen auch verunreinigt hatte. Und er scheint... Ihr übernehmt hier das Kommando, bis ich das alles erledigt habe. Vieles mache ich gern. Und ihr, spricht kommt mit mir nach Drachenfeste. Wir werden sehen, wie schnell euer Gedächtnis im Gefängnis der Stadt wieder... Ich brauche noch meine Bezahlung. Jetzt bewegt euch. Ich kann euch versichern, dass es sich hierbei nur um ein Missverständnis handelt. Bewegung, sage ich. Ich glaube, ich werde... wohl, Sabion. Ich glaube, ich werde ihn nicht mehr ansprechen. Der scheint... Hier ist doch Malus. Malus? Alles klar? Ich glaube, das hätte nicht besser laufen können. Ja? Braucht ihr noch etwas, bevor ihr nach Rifthorn zurückkehrt? Ich sag mal so, es hätte wirklich nicht besser laufen können und es kam niemand zu Schaden. Aber ich wäre beinahe zu Schaden gekommen. Dieses Ungeziefer, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Eins noch, wenn ihr schon mal hier die Leitung übernehmt, so wie es aussieht, dann müssten wir uns noch Sabions Bücher ansehen, oder? Dann will Maven also Sabions stillen Partner finden, was? Ja? Ihr könnt euch gerne in Sabions Büro ein wenig umsehen. Die meisten seiner Papiere hebt er an seinem Schreibtisch auf. Gut, gut. Hier, das dürfte helfen. Ein Schlüssel? Danke. Schlüssel ist immer gut. Puh, ich sag euch eins, ihr habt ja von Ungeziefern und allen möglichen gesprochen, aber von dem Verrückten, der an diesem Labor arbeitete und mit Magie ausgestattet war, was war davon? Ich dachte, es wäre besser, bei unserem vorherigen Gespräch ein paar Details auszulassen. Ach, danke, danke, danke. Dass ihr den Auftrag ausschlagt. Ja, dann hätte ich mich besser... Außerdem habt ihr Maven einen Gefallen getan, indem ihr ihn beseitigt habt. Und mir habt ihr Geld gespart, weil ich nun nicht mehr eigens jemanden dafür anheuern muss. Vorbereitet. Was habt ihr jetzt eigentlich mit diesem Ort hier vor? Ich wandle alles so bald wie möglich in die Schwarzdornbrauerei West um. Das war Mavens Teil der Abmachung. Gut, gut. Sie hat mich damit beauftragt, den Met am Fließen zu halten. Also werde ich genau das tun. Gut. Wenn ihr in der Gegend seid und jemals einen Hehler braucht, lasst es mich wissen. Das hört sich noch besser an, denn ich brauche tatsächlich einen. Aber nicht jetzt. Ich denke, in Riften kann ich meine Sachen auch verkaufen. Ich denke, ich müsste noch genug Gold haben, um mit der Kutsche zurückzureisen. Ein langer Fußmarsch wär's. Denk daran, bei Maven ein gutes Wort für mich einzulegen. Immer, immer, immer.
Ja, dann, wo ist nochmal die, dieses Büro? Wahrscheinlich hier hinten. Moment. Ist hier eine Tür? Nicht wirklich. Wo könnte die Tür denn sein? Hier hinten eventuell? Wo hatte er sein Büro? Ich schau einmal hier nach. Nein, hier geht's nur nach oben. Ich glaube kaum, dass er das Büro hier oben hatte. Nein. Nicht wirklich, oder? Ich kann mal schauen. Wer weiß? Wer weiß, dort ist eine Tür. Mal schauen, wo es da hingeht. Das ist tatsächlich das Schlafgemach. Vielleicht könnte ich hier noch ein bisschen was stehlen. Essen auf alle Fälle. Oh, dieser Wein. Auf alle Fälle dazu. Und das Tagebuch wollte ich noch lesen. Oh, ein Brief. Ein Dolch. Nehme ich mal mit. Denn meiner ist schon fast... fast dahin und aufgebraucht. Schwarzdornbrauerei. Ein Brief. Serbian, dies ist mein drittes und letztes Angebot. Schaut aus wie ein Brief von Maven. Ich bin der Meinung, dass die Beträge, die ich für den Kauf eurer Brauerei angesetzt habe, mehr als großzügig waren. Es gibt keinen Grund für einen Wettbewerb, der uns beide Unternehmen erdrückt. Gemeinsam können wir den Schwarzdornmet zu einem Begriff machen und jeden aus dem Rennen werfen, der versucht, ein ähnliches Unternehmen in den Himmelsrand aufzuziehen. Wenn ihr mein Angebot annehmen wollt, kommt bitte als Gast. Nun, ich finde, das war doch recht freundlich von ihr. Warum hat er das nicht angenommen? Ich denke, ihr werdet feststellen, dass sowohl lukrativ ist, als auch euer Leben retten kann. Also, ich finde das Angebot sehr, sehr fair von Maven. Was ist eigentlich hier drin? Und mit lautem Klirren folgt es schnell gar nichts. Hat ihr vielleicht gute Kleider? Ragnar schädet auf dem Boden umher. Nicht wirklich. Seine Taten erbrustet sich nimmer mehr. Nicht wirklich, aber... Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Sie hört gar nicht auf. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. So, auch mit hier? Naja. Nach alter Not naja. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Stiefel nehme ich mir tatsächlich mit. Das Drachenblut und natürlich Esserei. Ganz klar. Das Dunkel, es lebt. Mal schauen, wie dieses Honigbräumet schmeckt. Das Drachenblut ist da. So, was hat er eigentlich hier noch? Drohend Gefahr. Interessant. Und ein Spiel beim Bankett. Tja. Aber das sind doch noch nicht seine Bücher, oder? Die Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen. Ja, vielleicht liegt hier noch irgendwas in den Schubfächern herum. Oh, zumindest etwas Gold.
doch jetzt hier alles angeschaut, oder? Ich irgendwo irgendwas vergessen. Ist etwas heruntergerollt? Ich sollte doch... Ach, vielleicht hier doch... In der Tür, oder... Oder hier? Oder vielleicht im Schrank, im Schubfach? Nein. Nicht wirklich. Oder was ist in der Vitrine eigentlich? Nichts. Nichts? Nichts. Danke. Und was haben wir denn hier? Das lohnt sich ja. Silberbarren. Gerne, gerne, gerne. So, hier nichts von Wert. Da drüben. Noch etwas Gold. Aber nirgends dieses Schriftstück, nach dem ich suche. Das einzige Regal, wo ich noch nicht geschaut habe, ist hier, die Kommode. Oh, tatsächlich. Hier ist irgendwas. Mal kurz setzen.